erzkatholisch, anständig, zuverlässig. Er kümmert sich um die Menschen, er setzt sich ein für die Menschen, für die Familien. Nicht angeberisch, einfach und schlicht. Wer Fans von Rainer Haseloff sucht, wird in seinem Wahlkreis in Lutherstadt-Wittenberg schnell fündig. Das Direktmandat gewann der CDU-Ministerpräsident hier locker mit 53,9% der Stimmen. Auf Landesebene holte Haseloffs CDU 37,1%. Das Ergebnis in dieser Deutlichkeit war, glaube ich, für alle hier überraschend. Nicht nur für irgendwie uns Beobachter, sondern auch für die CDU-Politikerinnen und Politiker. Man hört es ja immer wieder in Gesprächen. Sie haben gehofft, dass sie um die 30% schaffen. Sie hatten auch die Angst, dass sie drunter landen, dass es dann doch ein so klares und fast schon altes Volksparteiergebnis ist, wie man es schon gar nicht mehr kennt, war nicht zu erwarten. In Wittenberg hat sich Rainer Haseloff einen Namen als Kommunalpolitiker gemacht, bevor er in die Landespolitik ging und schließlich 2011 Ministerpräsident wurde. Neben dem Amtsbonus war es wohl auch die Angst vieler vor der AfD, die seiner Partei und ihm persönlich Stimmen gebracht hat. Man möchte eigentlich so Dinge aus der Vergangenheit nicht mehr wieder erleben und umso stärker die Partei wird, ich sehe da schon eine Gefahr. Finde ich schon gut, dass die CDU da doch gepunktet hat. Ich würde aber die AfD nicht ganz außen vor lassen. Ich würde immer mit den einzelnen Leuten reden, ja. Rainer Haseloff hat sich immer und immer wieder von der AfD abgegrenzt. Diese Strategie ist aufgegangen. Nun ist er der Mann der Stunde, auch in Berlin beim CDU-Vorsitzenden Armin Laschet. Vergessen scheint, dass sich Haseloff für Markus Söder als Kanzlerkandidaten ausgesprochen hat. Aber was bringt der Wahlsieg in Sachsen-Anhalt dem Kanzlerkandidaten Laschet wirklich? Gar nichts. Nein. Also für Armin Laschet und für Laschet und für die. Das tut uns leid, aber das wird ihm keine Punkte bringen. Das ist eine richtige Personenwahl. Ich würde wahrscheinlich auch nicht Herrn Laschet wählen. Ich kenne den Mann nicht weiter. Aber unseren Haseloff kennen wir ja. Für Rainer Haseloff steht jetzt die Regierungsbildung an. Rechnerisch reicht es für Schwarz-Rot, aber nur mit einer Stimme Mehrheit im Parlament. Für mehr Stabilität könnte Haseloff ein Dreierbündnis eingehen. Ja, also ich sag mal, wir haben ja schon eine kleine Aufgabe mit der Klimapolitik. Also ich sag mal, ein bisschen Grün darf schon dabei sein. Ich würde mir wünschen, wenn in der Regierung ein FDP dabei wäre. Wenn die Klimapolitik sich zulasten der sozialen Entwicklung, gerade der Landbevölkerung entwickelt, dann wird das kompliziert. Am 7. Juli kommt der neu gewählte Landtag erstmals zusammen. Doch eine Frist für die Bildung der neuen Regierung gibt es in Sachsen-Anhalt nicht.